Moin, ich bin Malermeister Andi und willkommen zu einem erneuten Video. In diesem Video zeige ich, wie ich Wände schleife, grundiere und fertig streife. Viel Spaß beim Video. So, wer das letzte Video gesehen hat, weiß, worum es geht. Ich bin hier im Kinderzimmer und das soll ein kleines Einhornzimmer hier werden. Wir haben im letzten Video die Wände glatt gespachtelt, indem wir das mit Fertigspachtelmasse aufgezogen haben, also sprich eine Zahnkelle 4x4 mm. Dann haben wir Gewebe eingelegt, das trocknen lassen und am nächsten Tag nochmal nachgezogen. Das ist jetzt vernünftig durchgetrocknet und heute zeige ich euch, wie ich das schleife, womit ich das schleife und womit ich das dann grundiere und auch fertig streiche, denn die Wände sollen hier ein bisschen bunt, weil an dieser Wand ja noch die Mustertapete rankommt. Und da werde ich mir ein paar Farben rausziehen und die Wände damit streichen. So, ich schleife das Ganze maschinell. Ihr seht ja schon, eine habe ich in der Hand und die andere steht hier hinter mir. Das ist der Langhaltschleifer. Damit schleife ich die Flächen durch. Da habe ich eine Körnung 240er Schleifpapier. Ich hätte aber auch 150er, 180er nehmen können, habe ich aber nicht mit. Daher 240er bzw. 220er. Geht damit aber auch sehr gut. Ich werde dann die Drehzahl, denke ich mal, auf 3 oder 4 stellen, aber das werden wir gleich noch sehen. Um die Ecken zu schleifen, nehme ich den Exzenterschleifer. Da nehme ich auch 240er Schleifpapier, aber dann gehe ich auf Drehzahl Nummer 1, weil sonst frisst er mir viel zu viel weg. Und die kompletten, also diese Ecken da oben, wo ich ja nicht reinkomme, weil der ja rund ist, die schleife ich dann nochmal mit der Hand nach. Ja, und wenn das dann erledigt ist, werden wir grundieren, aber ich würde erstmal sagen, wir fangen erstmal an zu schleifen. Ja, wie gerade schon erwähnt, 220er Schleifpapier. So, die Wände sind soweit durchgeschliffen. Ich habe jetzt 6 Blätter gebraucht, 240er Schleifpapier, war ein bisschen fein. Man sieht, sie sind auch gut runtergerockt. 6 Stück finde ich ein bisschen viel. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie viel ihr so braucht für einen Raum. Ich hätte lieber mit 150er geschliffen, hatte ich aber nicht dabei. Wir gehen jetzt daher, nehmen den Exzenterschleifer und rutschen einmal durch die Ecken. Noch ganz kurz, auf dem Exzenterschleifer habe ich auch 240er Schleifpapier, aber da habe ich dieses Gitterschleifpapier von Merker. Das werde ich jetzt mal darauf packen. Ich finde das Gitterschleifpapier ein bisschen besser, muss ich sagen. 240er ist hier aber auch völlig ausreichend, weil sonst schleife ich viel zu tief runter. So, mit dem Exzenter sind wir auch einmal rum. Jetzt müssen wir noch einmal Schleifpapier in die Hand nehmen, denn zum Beispiel dieses Stück hier, da komme ich mit der Maschine nicht hin und auch natürlich in die kompletten Ecken, also wie schon gesagt, in so einer Ecke da oben, komme ich mit der Maschine natürlich auch nicht hin. Daher gehen wir jetzt nochmal mit der Hand bei und schleifen nochmal die kleinen Stellen nach und dann sind wir auch schon durch. Ich nehme mir dafür immer gern so ein gebrauchtes Schleifpapier vom Langhaltschleifer, denn bevor ich die wegschmeiße, kann ich die nochmal gebrauchen, um mit der Hand zu schleifen. So, die Schleiferbeiten sind soweit durch. Ich habe mir jetzt hier auch noch die Fliese abgedeckt mit meinem Handmasker. Dann jetzt geht es ans Grundieren. Ich habe hier 2 Varianten. Einmal die farblose und einmal die pigmentierte. Ich werde jetzt die pigmentierte Grundierung nehmen. Beides mega grün, denn wir bleiben hier grün. Wir wollen konservierungsmittelfrei bleiben wegen Kinderzimmer. Daher werde ich mir jetzt die pigmentierte Grundierung schnappen. Rollgeschirr habe ich schon da. Und dann fangen wir an, die Bude hier durchzustreichen. Ja, bevor wir natürlich anfangen, rühren wir uns den Pott einmal vernünftig auf. Das ist ganz wichtig. Und ich habe mal eine Frage. Was sagt ihr zum Thema konservierungsmittelfreie Farbe? Interessiert euch das Thema? Achtet ihr darauf? Oder ist euch das egal, was ihr verarbeitet? Das würde mich gerne mal interessieren.
Ihr wisst ja, ich achte da schon drauf, dass ich konservierungsmittelfrei arbeite. Aber wie ist es bei euch? Interessiert mich mal, schreibt gerne mal in die Kommentare. So, und ich habe eine kleine Planänderung, denn ich werde nicht 3 Videos machen, sondern 4 Videos, weil ich möchte das Thema Streichen doch nochmal separat aufgreifen, denn da werde ich auf einige Punkte näher eingehen, sonst wird das dieses Video viel zu lang werden, denn ich habe immer wieder einige Kommentare unter den Videos, wie man richtig farbige Wände streicht, ob der Untergrund weiß sein muss, ob der so sein muss, wie muss der Untergrund sein. Und da werde ich nochmal direkt drauf eingehen, denn da habe ich immer sehr viele Fragen und auch scharfe Farbkanten, weil wir hier 2 bzw. 3 verschiedene Farbtöne haben im Raum. Auch da werde ich drauf eingehen, daher mache ich da auf jeden Fall nochmal ein separates Video davon. Ja, und an dieser Stelle möchte ich das Video dann auch beenden. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck bekommen, wie ich es mache und ihr konntet vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Wenn ja, freut mich das natürlich. Ihr könnt mir auch gerne ein Däumchen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch gerne kostenlos den Kanal abonnieren, damit ihr keine Videos verpasst. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Sonntag. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder um 10 Uhr. Bis dahin. Ciao, Leute.